arbeitet auch den ganzen Tag. Okay, ja, moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin gerade voll gegen meine Mikrofone gekommen. Na bitte, geht doch. So Streit oder Verkehr, Alter. Na bitte, geht doch. Na bitte, geht doch, geh kacken. So. So. Kluges Kerlchen. Kluges. Oh, weißt du, halt die Fresse. Ich kann die gleich auf die Fresse hauen, Mann. Ich mach's nur nicht, weil ich dann Mucke von der Andrey bekomme. So, Melbo. Ach, der raucht. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Alles weiter. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, selbst erlebt. Das war ja, ne? Ich brauche Informationen. So. So, dann gehen wir mal weiter hier, wo dieser. Und gucken mal, wo dieser Melbur ist. Meldor, da! Da ist er! Meldor. Nicht Spur. Weißt du? Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Wenn ich du wäre, würde ich es mal in der roten Laterne versuchen. Und es wird noch viel schlimmer. Hä? In der roten Laterne? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Dann machen wir das, ne? Dann machen wir das. Okay, ich will jetzt hier nicht auf wie so ein Kifter reden. So, Burka. Dann, Burka vielleicht. Ist das es? Den fragt man nochmal. Oder. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Nein, verpiss dich! Der mir ja alleine asoziale Aussprache. Bromor. Kann ich hier auch besondere Ware? Kann ich hier auch besondere Ware bekommen? Klar. Alle meine Mädels sind was ganz Besonderes. Wenn du genug Gold hast, dann kannst du mit Nadja hochgehen. Ja. Ich möchte mich nicht amüsieren. Vielleicht mal eine Nutti fragen. Hey, you! Sprich erst mit Bromor. Mhm. Sagt ihr auch das oder sowas ähnliches? Ende. In der roten Laterne. Wirklich? Ich habe es selbst erlebt. Das liegt doch auf der Hand. Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Nochmal. Nein, verpisst! Achso, er sagt das gleiche. Er rastet nicht aus. Ich hätte das nicht. Bürger. Nein, verpiss dich. Er redet einfach zu viel. Dann feier ich nochmal Meldung. Hey, you! Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist mal wieder typisch. So. Ich glaube da nicht dran. Komisch. Ach, erzähl mir nicht so. Wir werden immer weitergeleitet, doch irgendwann dann, ja. Frag mal nochmal Karte, fährt der vielleicht was nicht? Hey, you! Ich brauche Informationen. Kräuter. Ich würde es mal in der roten Laterne versuchen, hat er gesagt. Der sagt, verpiss dich. Einiges gehört. Der erzähle ich gar nichts mehr. Genau das habe ich auch gesagt. Ich glaube da nicht dran. Das habe ich früher auch. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Mich hat der einen Namen oder so? Halvor, sprich mir den nochmal. Hier brauchst du das noch mehr sagen. Ärger kann ich. Zeig mir deine Fische. Okay, das nur Fische, kein Kraut. So. Das habe ich früher auch gesagt. Nicht, das hast du nicht gewusst. Okay, hier sind Dritter. Das ist kein Geheimnis. Irgendwann musste es wissen. Warum hört eigentlich keiner? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm. Okay, hier werde man nicht, finde ich. Erzähl mir nichts, ich kann. Das weiß ich. Ich habe so einiges gehört. So. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Bürger. Das höre ich zum ersten Mal. Gehen wir mal hier weiter. Das soll er doch besser wissen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das ist nur eine Bürgerin. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ja. Ich glaube da nicht dran. Sieht drüben jemand?
werde ich beobachtet. Ich speichere mal einmal. Dann gehen wir mal eiskalt hier rein. Na gut, 3 Pfeile. Besser als gar nichts, ja. So, das Fadenkreuz bei Gothic 3, das ist wirklich deutlich besser als bei Gothic 2. Aber ich bin eh nicht so der Bogenkämpfer. Warte mal. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Ich sehe mich nur mal um. Ich habe mich verlaufen. Dann pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der... Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber... Egal. Jetzt nicht, wen gibt's? So. So, zack. Weiter geht's. Ach, das ist ja schrecklich. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Mache ich nicht mit. Ja, einfach mal neu lernen, würde ich mal sagen. Und dann hier ist wieder dieser Uga-Ork, wie auch immer. Ja, in diesem Part sind wir bis jetzt noch nicht so fündig geworden. Aber es liegt eigentlich auch hauptsächlich daran, dass dieser Borker sagt, halt die, verpiss dich. Ja, und der regt mich richtig dolle auf, weil... Ich weiß jetzt echt nicht, was so mein nächster Anhaltspunkt sein soll. Wir können alle Leute anlabern, aber es muss doch irgendwie Weg gehen. Weißt du, wo ich... Nein! Oh, ich würde ihn so gerne auf die Fresse hauen. Darf ich ihn nicht, dann kriege ich eventuell Stress mit anderen. Frag ich nochmal Mo. Stimmt, der gehört so. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Halt die Fresse, sonst kriegst du Paar auf die Fresse. Das ist ja schrecklich. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Gerüchte im Umkauf, wieso sehe ich hier keine Miliz? Wie läuft das Schiffverkehr? Du kennst dich. Klar doch. Ja. Was? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff. Es legte drüber. Zurück. Wirklich? Ende. Sagt der immer noch verpiss dich oder hat der seine Hey, Mann? You! Man lass mich einfach in... Okay. Es sah positiv aus, weil er aufgestanden ist, aber... Wenn ich es nicht mit egal. Alles nur geredet. Bürger. Jack können wir nochmal... Hey, you! Erzähl mir mal... Der Hafen von Corin. Ja, das will ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ich frag mich nur gewusst. Okay. Weil es lässt Larus vielleicht raus. Ist das wirklich wahr? Den vielleicht nochmal fragen. Der raucht auch gerade, der Bürger. Was gibt's Neues? Wichtigen Bürger helfen mir, mich recht zu finden. So, Borker sagt, verpiss dich, ich soll jetzt in der roten Laterne versuchen. Sind hier vielleicht noch, wir können ja hier weitergehen, sind hier vielleicht noch irgendwelche Mädels, die was wissen? So, weiter. Frag ich doch nochmal, Vanya. Wo kann ich mir Kraut besorgen? Keine Ahnung. Du solltest besser die Finger von dem Zeug lassen. Denn wenn du weiter danach fragst, könntest du sie dir verbrennen. Okay. Ja. Das ist eine sehr blöde Antwort. Ich weiß, die hat sicher irgendwas so mysteriös sein, die hat irgendwelchen Hintergründe. Aber ist mir relativ egal. Ich will mich nicht amüsieren. Natürlich. Hey, you! Ich sprich erst mit Borka. Die hätte. Endet komisch. Vielleicht jetzt nochmal Borka.
So, nochmal speichern zur Sicherheit. Immer regelmäßig speichern. Hey, you! Das habe ich schon immer gesagt. Weißt du, wo ich... Nein! Gleiche Meinung.